So, wir sind hier bei dem Wandernden, bei die wandernde Sande. Wir haben gestern schon angefangen hier zu questen, haben hier drüben, also hier drüben, haben wir Zeug eingesammelt, haben Mobs gekillt und ja, Ist machen wir schon weiter mit lange der Zeit. Kampagne. Fühlt sich an wie beim Ich ersten werde mich Mal. über die Dinge Sprecht mit vertiefen. Andan, was? Andanten Normu und nehmt an der Zeitwanderer-Ausbildung teil. Es war mir eine Freude. Kommt, ihr auch, Sia Wenn wir nur in der Zeit nach vorne springen könnten, damit wir bereits Meisterzeitwanderer sind. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Ja, dazu musst du mich dich ansprechen lassen. So viele Bücher, so wenig. Dieser Stab kann einer Quelle Temporalenergie entziehen. Probiert es aus. Sammler entladen. Gut. Der Stab kann auch dazu eingesetzt werden, die gesammelte Energie zu einem Ziel wie diesem hier umzuleiten. Klasse. Nun fokussiert die Stabenergie auf dieses Artefakt, um es in seiner ursprünglichen Zeit wiederherzustellen. Aber, oh je, das ging nach hinten los. Nehmt euch zusammen. Nach Jahren der Gefangenschaft im smaragdgrünen Albtraum ist Erzdruide Malfurion Sturmgrimm endlich in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt. Wiedervereinigt mit seiner geliebten Tyrande Whisperwind strebt Malfurion nach der Heilung des verderbten Weltenbaums Teldrassil, um der Seele seines Volkes neues Leben einzuhauchen. Doch nun, da der Kataklysmus die Äste ihres enormen Baumes erschüttert, rüsten sich die Nachtelfen gegen den kommenden Sturm. Während Krieg und Zerstörung von allen Seiten drohen, liegt es an Nachtelfen wie euch, Stärke zu zeigen und das Erbe eures Volkes zu schützen. Ah, da seid ihr ja. Das passiert hin und wieder. Aber wir müssen in die Gegenwart zurück. Es wird Wir müssen wirklich los. ja sofort. Es wäre natürlich richtig geil, wenn man hier eine Quest hat, wenn man nicht weiß, was passiert, dass man automatisch wieder ins Startgebiet Wir gehen zurück. zurück teleportiert wird und dann bei Level 1 wieder anfangen muss. Ich würde den Charakter sofort löschen. Wie ihr seht, kann die fehlerhafte Anwendung von Zeitmagie ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Ich habe eben gar, das muss ich unbedingt gucken, wenn ich das Video schneide, ob wir bei Level 1 waren. Das würde mich jetzt echt interessieren. So, wir sollen jetzt mit ihr sprechen. Nee, einfach Quest abgeben. Okay. Ja, ich habe Zeit. Kurz. Wir werden die Zeit finden. Zeiten wie Es war diese mir eine sammelt 100 Freude. Temporalrückstände von zeitverlorenen Gegnern in den wandernden Sanden. Wir werden die Zeit finden. Ich bin stets bereit. Könnten wir die Zeit zurückdrehen? Stieß die Zeitreise mit Sias, was Sias Seratel in den wandernden Sanden. Haben wir es geschafft? Ich gehe voraus zu den Resten. Wir sehen uns dort. Ja. Alles gut. Ich bin eh schon gleich da. So, wir sollen jetzt hier 100 Temporalrückstände sammeln. Und die Gegner hier, die haben 160.000 Leben. So, und wie viel? 8. Ja, ist jetzt nicht so berauschend. Mal gucken, ob die auch mehr drin haben können. Das wäre natürlich klasse. Ich bezweifle es aber.
16, nee, hat jeder immer nur 8 drin. So, und hier sollen wir einen Zeitriss schließen. Das sollte einfach sein. Nicht schlecht. Den nächsten übernehme ich allein. Okay. Oh. Den will ich dann mal bekämpfen. Da will ich mal gucken, ob, weil der sieht aus, als hätte er mehr Leben als die hier. Ob der dann auch mehr gibt. Weil die hier geben, wie gesagt, 8. Ich würde jetzt gerne mal einen von denen hier ausprobieren. Ob die auch 8 bringen. Ne, die bringen nur 7. Okay, dann jetzt der. Wie viel Leben hat der? 338.000. Also der muss auf jeden Fall mal mindestens 15 bringen. Na komm, ich brauche ein bisschen mehr Energie. Lass mich mal ein paar kostenlose Schläge machen. Und 12. Ja, ist jetzt nicht das, was ich gehofft hatte, aber ja, geht. Wir haben 51. 58. Lässt sich nicht durch 8 teilen. Ne, 40 brauchen wir nur noch. Scheiße. Moment, ich will einmal kurz den da machen. Wie viel? Ein Murloc. Ich liebe Murlocs. Der hat nicht ganz so viel Leben. 6 hat er nur, okay. Ja, man muss die ganzen Mobs ja mal ausprobieren, ne? Wie viel die so haben. Da haben wir direkt 3 Murlocs, dann machen wir die. So, danach müssen wir noch 12 16 brauchen, oder? 2. Hallo, Murloc. Komm mal hierher. Von 3. Also geben die doch jedes Mal unterschiedlich, weil der hier gab jetzt 8. Die Energie dieses Risses fühlt sich urzeitlich an. Das ist nicht gut. Ja, mach doch mal was. Solltet ihr das lieber übernehmen? Ja, ja, ist schon klar. Ich glaube, ein Murloc ist gerade mit der Zeitlinie verschmolzen. Müssen wir Dante davon erzählen? Es wird schon passen. Ich weiß es nicht, ob wir davon erzählen müssen.
Ich glaube, es wäre schon praktisch, wenn wir das erzählen. Und den machen wir jetzt komplett allein, oder was? Ihr könnt dieses schließen. Genau. Was ist denn nun? Ach, wann bin ich? Ich werde mir Zeit für euch nehmen. Gehört ihr zu den Zeitbahnen dran? Bis zum nächsten Mal. Warum wart ihr in diesem Zeitriss? Lange Geschichte. Das wird Dante gefallen. Ja. Bist du auch im Startgebiet gelandet, oder was? Ich feier das. Ich feier das wirklich. So, haben wir hier irgendwas? Das kann alles weg. Das verkaufen wir erstmal. Die besten Angebote weit und breit. Ja, weg mit. So, dann die hier abgeben. Ich werde mich in meine Bücher vertiefen. Ein Ring. Den würde ich gegen den linken austauschen. Ja. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Gegen den hier. Genau. Okay, und dann geben wir die Quest ab. Wir machen das gemeinsam. Und haben hier jetzt die nächste Quest. Wir dürfen keine Zeit mehr. Sperrstunde. Unterstützt die Zeitwanderer und vernichte zeitverlorene Gegner, stärkt bronzene Verbündete, holt verlorene Artefakte zurück und schließt Zeitrisse in den wandernden Sanden. Moment, ich muss mal kurz gucken. Schließt das Ereignis der Zorn des Sturms in der Zukunft der Primalisten ab. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Bevor ich hier irgendwas annehme, will ich erstmal kurz gucken. Normal müsste... Temporaler Komflux, Gromi. Bis zum nächsten Mal. Was ist das da drüben? Hä? Wo geht's denn dahin? Keine Grenzen. Ach, das ist das andere, was wir da von Gromi gekriegt hatten. Aber ich habe hier ja keine Quest irgendwie. Es geht hier in eine Inni. Dämmerung der Ewigen. Müsste eine Inni sein, oder? Ja. Das ist eine Inni, aber was ist das hier? Der Zorn des Sturms. Schließt das Ereignis der Zorn des Sturms der Zukunft der Primalisten ab. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Was ist der Bronzespurstein? Wer ist Eternus? Das hier, ich kann hier auch nichts irgendwie starten. Und ich sag mal, es ist jetzt nur noch 45 Minuten Zeit dafür. Gut, also wir haben jetzt hier die eine Quest. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei kurz vor 15 Minuten. Wir nehmen die Quest morgen an, weil es ist so viel Zeug, was hier steht, was wir machen müssen. Ich glaube, dass wir da zwischendurch mit aufhören müssen und das mache ich immer ungern, dass wir während einer Quest hier Folgenende haben und dann direkt weitermachen. Dann würde ich sagen,
machen wir morgen hier weiter, nehmen morgen die Quest hier an. Dann bis morgen.